Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt gerade spontan beschlossen, meine Haare zu färben, denn ich war schon immer blond und hatte mir jetzt nur für die Zeit der Schwangerschaft sozusagen meine Haare ein bisschen natürlicher gefärbt, damit der Ansatz nicht so stark immer rauskommt und ich nicht in der Schwangerschaft eben blond färben muss. Und deswegen bin ich jetzt spontan, bei uns ist nämlich auf den Sonntag ein Rossmann auf, bin ich da kurz mit dem Auto hingefahren, das sind nur so 3, 4 Minuten von uns. Und habe mir diese Haarfarbe geholt. Das ist 9G, kühles Hellblond von Garnier, ohne Ammoniak. Dauerhafte Haarfarbe ist das. Die fand ich bisher immer ganz gut, wenn ich meine Haare mal gefärbt habe. Deswegen habe ich sie mir jetzt nochmal gekauft. Und mein Mann möchte gleich so eine Art Strähnchen-Balayage-Technik ausprobieren. Also ich hätte gerne einfach nur blonde Highlights jetzt für den Sommer oder den Spätsommer, der noch da ist. Was weiß ich, bis hier blond und dann so ein bisschen hochziehen. Einfach nur, damit das Ganze ein bisschen aufgehellt ist. Meine Haare sind jetzt ein bisschen angefettet. Das ist aber immer nicht so schlimm fürs Haare färben. Dadurch gehen die dann ein bisschen weniger kaputt. Immer, finde ich immer ganz gut. Und dann zeige ich euch, hinten ist ein bisschen Chaos, nachher das Endergebnis, wie das Ganze aussieht. Und dann können wir ja gucken, ob das was geworden ist. Steckt sich das aus, ne? Wenn das alles so ein bisschen abgesteckt ist. Wir wenden eine Balayage-Technik an, die wir selber bei YouTube uns bei einer Friseurin gerade abgeschaut haben. Wir gucken auch parallel immer wieder das Video an. Das werde ich euch unten in der Infobox verlinken, damit ihr euch das auch einmal angucken könnt. Ich finde, dass sie das eigentlich sehr gut erklärt und auch ganz gut zeigt. Also, wenn ihr wissen wollt, wie wir das hier Ganze richtig machen, dann schaut euch das Video von ihr an. Aua! Wenn der Mann versucht, einem die Haare zu kämmen, trotz Tangle-Teaser, funktioniert das nicht wirklich. So, jetzt haben wir alles auf die Haare aufgetragen. Ich esse nebenbei Gummibärchen. Jetzt muss das Ganze eine halbe Stunde einwirken. Und dann spüle ich das Ganze aus. Und dafür habe ich mir noch zusätzlich was geholt. Und zwar diese Silbercreme von Garnier ist die, ne? Ja, genau, von Garnier. Und zwar ist das so eine Art Kur mit Anti-Gelbstich-Effekt. Die macht man einfach auf die Haare, lässt das Ganze 2 Minuten einwirken und dann spült man das aus. Also ich werde meine Haare nachher auswaschen mit Shampoo. Dann mache ich die Kur drauf, lasse die auch nochmal vielleicht sogar 5 Minuten einwirken und spüle das dann aus, damit einfach die Haare nicht so gelbstichig darunter sind. Also das Ergebnis, es ist, ich wollte es natürlich haben, deswegen habe ich mich für die Farbe entschieden und nicht für eine noch hellere. Aber es ist mir jetzt fast schon zu natürlich. Also es hätte ruhig noch ein Tick heller werden können hier unten, finde ich, in den Spitzen. Aber es ist an sich sehr gut geworden. Also es sieht jetzt nicht irgendwie fleckig aus oder als wäre es irgendwie nur bis hier, ab hier gefärbt, wie so ein Block. Und es sieht sehr natürlich aus. Es hat so ein paar leichte, hellere Highlights. Die Haare hier unten sind ein Ticken heller geworden, gehen wieder mehr in die Richtung blond. Von daher werden wir jetzt einfach noch so einen Monat oder 2 Wochen oder sowas abwarten, solange Schatze eh auf Seminaren ist. Und dann das Ganze vielleicht mit einer etwas helleren Haarfarbe nochmal wiederholen, um so Stück für Stück wieder ein bisschen blonder zu werden. Aber ich blende euch mal ein Bild ein von dem Blond, wie es mir von allen meinen Blondtönen bisher am meisten gefallen hat. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis ich jemals wieder auf dieses Blond zurückkomme. Das ist es auf jeden Fall noch nicht. Aber schlecht, finde ich, ist es nicht geworden. Ihr könnt da gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt einen Effekt seht. Ich blende gleich so einmal vorher, nachher als Foto ein. Da sieht man es ein bisschen besser als auf dem Video, finde ich. Und
Wenn ihr dann gerne sehen wollt, wie ich mich in den nächsten Wochen, Monaten wieder in eine Blondine verwandle, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder.